Hallo. Ich hatte eine coole Idee, dass ich einmal im Monat ein Thrift-Haul mache, was ich alles so in dem letzten Monat gefunden habe. Ob auf der Straße, es zu verschenken war, im Secondhand, auf dem Flohmarkt oder mir irgendwer jemand seine alten Sachen gegeben hat, weil er die nicht mehr tragen möchte. Und deswegen fangen wir heute mal an. Was ich so die letzten Tage oder so gefunden habe und so. Und wir fangen mit dem allerersten an. Das ist dieses wunderschöne Körbchen. Ist das süß oder ist das süß? Ich finde, das ist ein perfekter Einkaufskorb. Da passt alles perfekt herein. Und den habe ich auch im Garagenflohmarkt gefunden. Ja, fand ich super cute. Jetzt wäre das ganz coole. Es erinnert mich irgendwie an Alan von Two and a Half Men, aber es sieht so cool aus. Ja, einfach nur ein Männershirt für 2 Euro im Secondhand. Und ich fand es so cool. Das kann man einfach so mega cool stylen. Ich blende euch mal ein Foto ein, was man zum Beispiel machen kann und so. Und ich finde, das ist echt. Das ist einfach nur ein T-Shirt, aber irgendwie, das schreit auch so Herbst. Und ich finde, das ist voll so was Herbstliches. Ich liebe es. Nur für 2 Euro. Dann habe ich noch was richtig Cooles. Ja, irgendwie auch voll besonders so. Einfach eigentlich einfach eine weiße Bluse mit so silbernen Knöpfen und die ist lang. Die kann man halt als Kleid tragen. Und ich finde, den kann man auch super cool stylen. Es ist hier auch so ein, ja, ist so ein Stoff irgendwie. Und auch perfekt für den Herbst zum Stylen. Freue ich mich auch schon riesig drauf. Und danach kommen wir zu etwas, was ich schon anhab. Und zwar dieses wunderschöne, süße Ding hier. Es ist halt einfach so ein, ja, so ein Bluse. Und ja, ich habe die nur wegen dem Kragen gekauft, damit ich die dann halt da unter irgendwas tragen kann. Und dann habe ich mich heute einfach für einen schwarzen Pullover entschieden. Und das sieht schon mal sehr cool aus. Ich zeige es mal mit der Lederjacke, die ich heute dazu trage. So, sieht auch super cool aus. Dann einfach eine Lederjacke drüber und meine rote Tasche. Und dann hat man schon einen super süßen Look mit diesem süßen Kragen. Und noch was, was ich neu habe aus dem Secondhand, ist der Rock, den ich trage. Das ist so ein Fake-Lederrock und ich finde den super cool. Ich finde den schön lässig so. Also der ist jetzt nicht so. Ja, ich finde, viele Lederröcke sehen halt zu aufgetakelt aus. Und den finde ich, kann man schön lässig zu irgendwas tragen, finde ich. Genau. So habe ich das jetzt heute gestylt. Die zwei Sachen. Mir fällt es gerade ein. Was ich diesen Monat noch gefunden habe. Keine Kleidung ist, aber es ist einfach wundervoll. Ich liebe es und bin super zufrieden damit. Mein Couchtisch. Ich bin ja mit dem Auto gefahren und dann stand er einfach an der Straße zu verschenken. Und ich habe ihn schon von Weitem gesehen, habe umgedreht und dachte, den nehme ich mit. Ich zeige es euch. Das ist er. Super süß. War zu verschenken. Ich musste nichts dafür ausgeben. Hier sind überall Kratzer, aber mich stört sowas halt einfach irgendwie nie. Ja. Auch hier richtig cool. Hier kann ich jetzt auch endlich meine. Ja, habe ich immer Feuerzeug da parat für Kerzen und sowas. Und ja, super süß. Ich liebe es. Und wenn wir schon bei solchen Sachen sind, die keine Kleidung sind, dann habe ich noch ein Kerzen-Dings
Ständer gefunden, den ich ganz cool fand für 75 Cent. Super süß. Und das war's erstmal. Mal gucken, was ich noch so alles finden werde. Ja. Und wenn die Kleidung, weil ich habe gestern ganz viel Kleidung von der Mutter von meinem Freund geschenkt bekommen, die sie nicht mehr ja, getragen hat, die auch schon von 2000er Jahren ist oder so. Und die hat sie mir geschenkt und ja, die sind jetzt gerade halt in der Wäsche und dann zeige ich sie euch auch die Tage irgendwann. Genau. Deswegen dann erstmal Tschüssi und wir sehen uns, wenn ich wieder was Neues habe. Na. Welcome back. Zum Zeigen meiner schönen, schwüchtigen Sachen, die ich diesen September gattert habe, geschenkt bekommen habe, gefunden habe. So, ich war gestern nochmal im Secondhand aus Versehen und habe was richtig Cooles gefunden. Wie immer. Ich zeig's auch mal. So, fangen wir mal mit diesem wunderschönen Gürtel an. Der hat wieder 99 Cent gekostet, wie alle Gürtel, die ich da kaufe. Oh, krass, das ist sogar echtes Leder. Guck mal, wenn ich den so trage. So. Den kann man so cool stylen. Ich finde den wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Schön herbstlich, schön alles. Dann habe ich noch was Cooles gefunden für 49 Cent. Und zwar diesen Gürtel. Krawatte. Weil ich hatte noch nie eine Krawatte. Und ich finde, das kann man. Und ich finde, das kann man auch ganz cool stylen irgendwie. Wenn man mal so. Oder halt, wenn man jemand an Halloween sein möchte und so. Irgendwas ist da komisch. Naja. Dann habe ich einen perfekten Herbstrock gefunden. Der sieht super cute aus und passt mir einfach. Weil sonst sind die Röcke ja immer viel zu groß. Und der passt perfekt. Kann man schön im Herbst stylen, anziehen. Und war sogar 30% reduziert. Und dann fand ich den noch ganz cool. Das ist so ein Beutel, so Fake-Leder. Aber ich finde das irgendwie auch so cool, so als Tasche das zu tragen. Ich finde, das sieht super cool aus. Wenn man so eine kleine Tasche tragen möchte, packt man da ein paar kleine Sachen rein. Mehr habe ich gestern nicht geholt, aber ich zeige euch jetzt die Sachen, die die Mutter von meinem Freund mir geschenkt hat, die sie früher mal getragen hat. Und das ist hier so ein ganz normaler Pullover. Ja, aus den 2000ern oder was auch immer. Und das ist ja auch wieder in. Und ich finde, irgendwie, das hat einen coolen Stil. So mit einer Jeans so zu tragen. Finde ich ganz cool. Irgendwie. Ja, halt ein ganz normaler so, aber ich finde es cool. Dann hatte sie noch so einen ohne Ärmel. Und den hat sie mir auch noch in Weiß geschenkt. Auch ganz cool. Dann habe ich mir noch dieses T-Shirt mitgenommen. Kann man cool stylen, sieht cool aus. Einfach mit einer Jeans oder einer Shorts. Irgendwie hat das was. So, den Rest hole ich jetzt mal aus der Tüte, weil der Rest ist noch nicht gewaschen, aber den kann ich immer trotzdem zeigen. So.
dieses T-Shirt, was mein Freund als Kind damals getragen hat oder als Jugendlicher, finde ich, hat auch voll was. Ist irgendwie mal was komplett anderes. Ach so, nochmal Fishbone. Yeah, das sieht sogar so richtig cool aus. Dieses Langarm-Shirt habe ich für 2 Euro im Secondhand diesen Monat gekauft. Also ich finde sehr selten Basics und ja, da habe ich mal dieses gefunden und dachte, ich nehme es mir mit, weil ich halt kein weißes so Langarm-Shirt habe. Das sieht richtig genau. Alter. Selbst so was Einfaches, einfach so mit so einem Lederrock, Stiefel, Boots, meine ich. Und dann einfach so, das sieht so cool aus. Ja, und dann warte, da fehlt natürlich noch eine Tasche. Ich finde, Schuhe und Tasche rundet immer alles so ab. Yeah. Jupp. Guck, kann man einfach cool stylen. Ich mag's. So. Hier irgendwas rangezoomt. Genau. Und dann habe ich noch mal so ein Adidas-Shirt mitgenommen. Und das ist hier die Weste in Weiß. Diese Sportweste. Dann hat sie mir das noch geschenkt. Das ist ein Kissenbezug mit Katzen drauf. Finde ich super süß. Langes Oberteil oder halt, ich nehme es dann einfach wieder als Nachthemd. Ach, jetzt kommt das. Ich finde das auch cool zu stylen, aber gar kein Fußballfan, aber ich kann mir das sehr cool vorstellen mit einer Shorts oder irgendwie, dass man halt irgendwas macht, damit es ein bisschen, ja, cool aussieht. Dann habe ich das halt auch mitgenommen irgendwie. Mal gucken, wie das so aussieht. Yeah. Yep. Und das war's auch schon mit den Sachen von ihr. Ich meine, das hatte ich noch nicht gezeigt. Das ist einfach eine Strickjacke. Cool aus, wenn man die anzieht. Hier ist ein Foto. Da. Und ja, ganz süß ist die. Und was ich sehr liebe, sind diese Cowboy-Hemden. Und da habe ich wieder eine in der Männerabteilung gefunden. Und diesmal in Jeans. Also auch in Jeansfarbe und so. Und die kann man halt immer sehr lässig layern, pieren, wie auch immer man das alles so nennt. Aber so, wenn man irgendwas trägt und das einfach drüber, ja, das sieht auch schon cool aus. Ich lieb's. Das ist aus der Männerabteilung und war auch noch 50% reduziert. Also war auch sehr günstig, wahrscheinlich 2 Euro oder so. Ich glaube, das war es jetzt erstmal für die heutige Thrift Haul Session. Also, wir sehen uns in der nächsten Sequenz wahrscheinlich wieder. Bis dann. Hallihallo, zurück. Mir ist aufgefallen, dass ich ein paar Sachen, die ich am Anfang des Monats im Secondhand gefunden habe, noch gar nicht gezeigt habe. Da hatte ich auch noch gar nicht vor, dieses Video zu machen. Diesen September Thrift Haul. Let's go. Ich habe ein Pullover gekauft. Sieht oldschool aus und ich finde es ziemlich cool. Ja. Und dann noch eine super, super coole Lederjacke. Die passt mir perfekt. Das ist so eine enge Lederjacke. Die ist mal nicht zu groß, sonst trage ich oft ja, so große Sachen und so. Und die ist halt so eine, ja, so sieht so ein bisschen bike-mäßig aus, was ich ganz cool finde. Sieht die ziemlich nice aus. Und dann habe ich noch eine Hand. Und so eine Koffertasche, oder wie man die nennt, gefunden, die wirklich wunderschön ist. Und ich habe ja noch gar kein Handgepäck. Ich leihe das immer von meinen Eltern aus. Und das ist halt auch irgendwie nervig, dann immer dahin zu fahren, das abzuholen. Und immer so, ne? Und jetzt habe ich endlich mal eine eigene Handgepäcktasche. Guckt mal, wie süß die aussieht. Ist einfach super stylisch.
Und da passt viel rein. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe einfach das Highlight dieses Monats, also bis jetzt ist es auf jeden Fall das Highlight, nicht gezeigt, meine ich. Und es ist so wunderschön. Es ist ein Mantel, den ich gekauft habe. Ich habe davon, glaube ich, auch schon im Vlog erzählt. Weil der ist einfach so vintage. Ich zeige ihn jetzt und er ist wunderschön. Also, bis gleich. Und ich weiß nicht, also das kommt mir so vor, als wäre er nie getragen worden. Und wisst ihr, was mir an dem einfach so besonders schön gefällt? Dieser wunderschöne Kragen. Ich finde, der ist wirklich so vintage, als wäre es, ich weiß nicht, welches Jahr. Aber guckt euch das mal an. Das ist so schön. Der ist auch nicht so dick. So einfach perfekt. Und warte. Und das war es jetzt auch wieder schon. Mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas dieses Jahr finde. Diesen Monat. Mal gucken, ob ich noch irgendwas diesen Monat finde. Aber ich habe schon ganz schön viel diesen Monat gefunden. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight. Ich freue mich, die schon zu tragen. Also, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Genau, wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder, im Oktober Thrift Haul. Gucken, was ich so finde. Diesen Monat habe ich extremst viel gefunden, geschenkt bekommen und so. Also, es wird nicht jeden Monat so sein. Deswegen mal gucken, was es so sein wird im Oktober. Und dann, bis dann. Ich freue mich schon auf euch und kommentiert gerne, was euer Lieblingsteil ist und bis dann.